Ja, wunderschönen guten Morgen im verregneten Salzburg. Wir haben heute Dienstag, den 21. Das ist für meine Person eine unglaublich unchristliche Zeit. Der Grund dafür ist, wir stehen, wie es der Roman festhält, der ist nämlich einmal mehr an der Kamera vor dem Landesgericht. Hier findet heute, beanschlagt auf eine halbe Stunde, die Verhandlung, die Berufungsverhandlung vom Darian statt. Der ist auch schon nervös, hat sich rausgeputzt, steht hinterm Roman und fiebert einem hoffentlichen Freispruch entgegen. Oh, viel mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, all meine metallischen Gegenstände in einen Spind zu packen, damit man mich da reinlässt. Und dann werden wir als Gerichtskibitz dem Ganzen beiwohnen. Eine kleine, auserlesene Hand Unterstützer ist da. Der große Pulk hat verschiedene Gründe, um nicht anwesend zu sein. Einmal mehr mein Spruch, Macher machen, andere Leute finden Ausreden. In manchen Fällen ist diese Ausrede gerechtfertigt, da gibt es Todesfälle in der Familie und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir sind als Support da und hoffen, dass diese Farce in dem vermeintlich einstmaligen Rechtsstaat Österreich heute ein positives Ende für den Darian nimmt. Und damit treten wir jetzt, weil die Tür automatisch öffnet, rein. Darian, wir drücken die Daumen. Danke, Das ist danke. wirklich automatisch. Deine Lieblingsstationen. Ein Ort der Nächstenliebe für alle, die sich fragen, wo das Kofaggeld hingegangen ist. Man hat da so Spezialkonstruktionen gebaut mit einem Desinfektionsspender. Wenn man jetzt allerdings da oben drückt, ohne da drauf zu stehen, kippt das Teil. Deswegen muss man da mit dem Fuß draufstehen und dann hier drücken. Also ich halte fest, man hat das mit dem Steuergeld schon gut gemacht. Und Gott sei Dank darf der Roman als Pressemitarbeiter seine Kamera mitnehmen. Das Gericht ist nämlich videoüberwacht. Jeder darf sein Smartphone mit Kamera mitnehmen, aber der Security am Eingang hat ein Problem mit Romans Kamera. Läuft. Grüß euch. Bevor wir euch nun das Urteil, das heute hier beim Landesgericht in Salzburg über Darian gesprochen wurde, darlegen werden, möchten wir euch noch zum Verständnis dieses Falles die Hintergründe zu seiner Causa aufzeigen. In diesen beiden Videodokumentationen könnt ihr alles vollumgänglich zu Darians Causa entnehmen, wie er zu dieser ungerechtfertigten Strafe gekommen ist, wegen welchen, na nennen wir es mal Verfahrensfehler, er bei seiner letzten Verhandlung schuldig gesprochen wurde, und welche negativen Auswirkungen sich aus dieser Farce für ihn nun auch in seinem Privatleben daraus ergibt. Darian hatte schon in seiner letzten Verhandlung vor Gericht ein Video vorlegen können, das zu 100% beweisen konnte, dass er sich dieser Tat, die ihm ein Polizist zur Last gelegt hatte, nicht bekennen musste. Hier vor den Toren des Kongresshauses wurde ein 18-jähriges Mädel wegen fehlender Maske von ein paar Polizisten rausgezogen und in einen abgeschirmten Bereich zur Vernehmung gezerrt. Vorab dazu gesagt, sie hatte ein Maskenbefreiungsattest, das ihre Mutter in der Tasche mitgetragen hatte. Dennoch hatte diese junge Frau extrem große Angst bei dieser Festnahme, was man auch sehr gut erkennen kann. Denn sie hatte schon zu oft miterleben müssen, wie andere Demonstranten von der Polizei ohne Grund verprügelt wurden. Und somit hatte sie eben große Angst aus einer eben erwachsenen Ungewissheit, was nun mit ihr angestellt wird. Es geht ja jetzt um den Darian. Und in diesem Video sieht man genau, dass sich Darian nicht wie von diesen Polizisten angegeben insofern eingemischt hatte, indem er diese junge Dame gepackt haben sollte, also in den Kreis der Polizisten mit Gewalt eingedrungen sein, um sie zu befreien. Ihm wurde eben daher eine Strafe auferlegt im Sinne zum Widerstand der Staatsgewalt. Man erkennt, dass Darian die ganze Zeit über hier gestanden hatte und nur ein Zuseher dieses Geschehens war. Jetzt wird diese junge Dame wieder aus dem Vernehmungskreis der Polizisten entlassen und der Sachverhalt zu diesem Geschehen ist vorbei.
Somit wurde in der ersten Verhandlung klipp und klar seine Unschuld durch diesen Video bewiesen. Und die Polizei hat an diesem Tag auch selbst dieses Geschehen mitgefilmt, wie man hier sehen kann. Aber die Story des Polizisten vor Gericht damals konnten sie mit ihren Videos nicht untermauern, da sie behaupteten, dass sie keine Aufnahmen zu diesem Fall selbst mitgefilmt hätten. Ob hier nun mehrfach von seitens der Polizei gelogen wird oder ein subjektiver Ansichtsfehler von seitens der Polizei geschehen ist, müsst ihr nun selbst für euch entscheiden. Für mich auf alle Fälle hätte schon letztens nur ein Freispruch für Darian vom Richter ausgesprochen werden müssen. In dubio pro reo, also selbst ein Freispruch wegen eines Zweifels zur Beweislage gegen Darian, hätte zumindest wen drinnen sein müssen. Wobei, wie von mir dargelegt, seine Unschuld durch dieses Video klar ersichtlich ist. So, und nun geht es weiter zur Urteilsverkündung dieses Berufungsverfahrens, das wir euch in diesem Film hier zeigen. Was wurde nun vom Richter als Urteil verkündet? Der Himmel weint immer noch über Salzburg. Die Verhandlung ist schnell abgehandelt worden. Wir stehen jetzt wieder vorm Gericht. Es gab eine kleine Strafminderung. Der Darian ist aber aufgrund des Ersturteils, egal ob das jetzt nun vernünftig oder nicht war, im Urteil bestätigt worden. Das heißt, es hat lediglich eine Erleichterung gegeben. Neben mir steht der Rechtsbeistand von Darian, der da gute Arbeit geleistet hat. Ich würde sagen, wir lassen den ganz kurz erklären, was um Darian jetzt konkret nachgelassen wurde und wie es weitergeht. Danke. Darian ist leider nur ein Teil der Strafe nachgelassen worden. Das heißt, das Gericht hat einfach gesehen, dass mittlerweile die Vorstrafe, die damals noch Berücksichtigung gefunden hat, jetzt mittlerweile getilgt war. Und deswegen dieser Erschwerungsgrund, dass der Darian vorbestraft ist, weggefallen ist. Darum ist zur Herabsetzung der Strafe gekommen. Inhaltlich hat das Gericht leider das Erstgericht bestätigt und insbesondere betont, dass sie die Richterin im Erstgericht ausführlich mit der Beweiswürdigung auseinandergesetzt hat und klar zu dem Schluss gekommen ist, dass eben vor dem gegenständlich beziehungsweise nach dem gegenständlich angeklagten Sachverhalt einen zweiten gegeben hat und dieses ist, wo dieses Video, das, um das da gegenständlich auch geht, das nicht berücksichtigt worden ist, das Video eben von dem zweiten ist und ja. Drum, man dachte, man hat ein entlastendes Video, aber es gab offensichtlich noch einen anderen Vorfall, der angeklagt wurde. Es ist uns nicht gelungen, diesen Sachverhalt eben da zu beweisen, dass es den gar nicht gegeben hat. Ja, da bringe ich mich nochmal ganz kurz ein. Also auf dieser Kundgebung hat die Polizei ja selber angekündigt und man sieht das in dem zweiten Video, dass ja anscheinend nicht der Vorfall war, um den es ging. Ganz klar, dass die Polizei nach Sicherheitspolizeigesetz § 13 da Aufzeichnungen mit Bild und Ton macht. Das heißt, man sieht einen Exekutivbeamten, der ein Stativ mit einer Kamera in dieses Getümmel reinhält, bei dem es eben dann nachweislich anscheinend nicht um die Straftat von Darian H. ging. Das Traurige meiner Meinung nach ist, wenn es einen anderen Vorfall vorher gegeben hätte, dann hätte ja ebenfalls die Polizei das eigentlich als vermeintliche Ordnungsmacht auf der Demonstration beziehungsweise eben zu Dokumentationszwecken in irgendeiner Form filmen müssen. Hat sie nicht, damit wäre meiner laienhaften Darstellung ein dubio pro reo notwendig gewesen, weil die Ermittlungsbehörden eben nicht beweisen konnten, dass der Angeklagte diese Straftat begangen hat. Leider Gottes ist es aber aufgrund der Erstverurteilung eben nicht möglich. Immerhin, es ist eine kleine Minderung der Strafe. Und ja, damit ist eigentlich nichts zu sagen. Ich bedanke mich trotzdem sehr, sehr herzlich für den Einsatz. Sie sind ja kein Anwalt aus Salzburg, Sie sind ja Niederösterreich daheim. Ja, genau. Wie gesagt, danke für die Anreise, danke für die Unterstützung. Ich glaube, wenn man die Erstverhandlung mit Ihnen geführt hätte, wäre das etwas besser ausgegangen. Das habe ich allerdings auch schon gesagt. Nein, also ich will da über Ihren, ich will da über Ihren Kollegen. Kann man jetzt nicht sagen, nein, habe ich gesagt, ich würde über Ihren Kollegen nichts sagen, aber ich habe den Erstprozess ja verfolgt und da sind meines Erachtens noch schon einige Verfahrensfehler gemacht worden. Also gut gemeinter Rat für alle Seher, wenn ihr in der rechtlichen Bredouille seid, nicht sparen und sich einen vernünftigen Rechtsbeistand
Ausgang suchen, vielleicht noch 1-2 Euro mehr dafür zahlen, wobei der erste eigentlich viel teurer war, soweit ich weiß, und da sogar noch Nachforderungen gestellt hat und da wirklich einen Anwalt seines Vertrauens nehmen. Vielleicht das kleine Hinweis noch, immer einen Anwalt zu Rate ziehen, bevor man zur Polizei geht und eine Aussage macht. Ja. Weil der Anwalt, der schafft sich zuerst den Akt bei, ermittelt einmal, was wird einem vorgeworfen, und dann kann man schon strategisch so vorgehen, wie es auf den Fall dann immer passt. Ja. Weil manchmal ist man klar unschuldig, dann kann man das gleich beweisen, ja, aber oftmals gibt es ein, zwei Ungereimtheiten, und trotz des Umstandes, dass man unschuldig ist, kommt man dann zum Handkuss, wenn man vor der Polizei ein, zwei falsche Wörter sagt. Das stimmt, wobei es, um da kurz zu unterbrechen, im Falle von Darian ja so war, es gab ja da eben diesen vermeintlichen Vorfall am Kongresshaus, du bist ja dann später am Mozartplatz, der CryptoTV hat da eher ein Video dazu gemacht, dann direkt ins Kriminalreferat verbracht worden, das heißt, du hattest ja nicht mal die Möglichkeit, da mit jemandem zu telefonieren, also weder mit irgendwie. Schau, du kriegst zur Aufklärung, ob man einen Anwalt zur... Man hätte dich... Okay. Ja, wäre eigentlich schon rechtslich. Ich bitte unbedingt, da sagen wir, würden haben, auch wenn man keinen Anwalt kennt, es gibt Journaldienste, die bei den jeweiligen Rechtsanwaltskammern des Landes immer eingerichtet sind, wo man dann einen Journalanwalt bekommt, also da ist immer ein Strafverteidiger auf Abruf, der dann im ersten natürlich dann auch was kostet, aber jetzt immer nicht recht teuer ist, ja. Und das sollte man unbedingt in Anspruch nehmen. Ja. Und alternativ, glaube ich, hat man ja auch als Beschuldigter das Recht, jegliche Aussage zu verweigern. Das heißt, man muss seine Daten angeben, damit die Beamten halt Namen, Anschrift und so weiter haben. Aber man muss sich zu der jeweils vorgeworfenen Sache nicht äußern. Das heißt, das rate ich im Zweifelsfalle, bevor man einen Rechtsbeistand konsultieren konnte und da vielleicht noch ein Gespräch mit dem geführt hat, wo man sagt, das wirkt vertrauensvoll, das macht Sinn, vielleicht einfach mal dieses Recht des Schweigens in Gebrauch nehmen. Das kann ich nur unterstreichen, das ist ganz wichtig. Dann sagen wir einmal mehr Danke fürs Schauen. Während Darian weiterhin noch ein bisschen unterstützen will. Wie gesagt, das Urteil ist ja quasi leider Gottes kein Freispruch geworden. Der Roman wird das altbekannte Material an dieser Stelle einblenden. Und ich würde sagen, der Darian geht jetzt mit uns irgendwo auf einen Kaffee oder auf ein Frühstück oder was auch immer, weil ich vermute mal, du hast jetzt noch keinen konkreten Stress. Ich vermute, Sie müssen eine weite Autostrecke auf nasser Fahrbahn zurücknehmen. Ich sage trotzdem vielen Dank. Okay. Vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, dann gehen wir jetzt einmal ganz entspannt irgendwo eine unglaublich tolle Verurteilung in zweiter Instanz mit Strafminderung feiern. Danke. Ja, natürlich. Roman, hast du einen Garten mit? Widerstand!